Annapurna Interactive. Giant Sparrow. What Remains of Edith Finch. Ja, und somit herzlich willkommen zu What Remains of Edith Finch. Einem kurzen Spiel zwischendurch und einem Walking Simulator. Edith Finch Journal. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Mit dem Haus fangt's also an. Einem sehr interessanten Haus. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Ja, wahrscheinlich nicht. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Missing. If you have information about Milton, call the Orcas Island Police Department. Milton Finch. 23. Oktober 2003. Hört sich nicht so gut an. Die Frage ist, wie alt sind wir nun? I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Was für ein Haus. Orcas Island Gazette. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Also sprich, seit 7 Jahren war hier niemand mehr. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ein Bruder vermisst, ein Bruder tot. Nicht gerade schön. Aber schöne Landschaft. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Scheint wohl, dass es ja gewirkt hat, der Finches. Wir könnten jetzt hier runtergehen. Oder wir folgen der Straße. Ah, I see. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Hufspuren? Wahrscheinlich eher von Rehen. Oder Hirschen. Also es ist klar, dass ich nachher noch kurz da runter gehen muss, um zu schauen, was da ist. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Halt. Was für ein Haus. Könnte fast das von Hello Neighbor sein. Okay, wir sind nun hier vor dem Haus. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Bevor wir jetzt zum Haus gehen, gehen wir ganz kurz die Runden lang. Ich weiß, es bricht gerade die Stimmung. Aber vielleicht haben wir da hier sonst was verpasst. Ich weiß ja nicht, ob man hier wieder zurückkommt. The woods around the house have always been uncomfortably silent. Alle Wege, geh beide Wege zum Haus. As if they're about to say something, but never do. Hier ist es unglaublich still. Überall diese Missing-Poster von Milton Finch. Die Frage ist bloß, wurde er gefunden? Und was ja lebt er noch, wenn der andere Bruder tot ist? Okay, wieso kann man hier hin? Wieso kann man hier hin? Soll das so sein? Hier gibt es ja offensichtlich nichts. Naja. Gut, dass wir das gesehen haben. Schauen, was uns jetzt hier erwartet. Denn ich habe keine Ahnung, um was genau das Spiel eigentlich geht. Also ich weiß nur, dass das, ja, ein Walking Simulator wieder mal ist. Könnte man sagen. Was war das denn? Ich glaube, das war eine Rutsche. Und ich glaube, dass es hier um eine tragische Geschichte geht, die wir hoffentlich aufklären können. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Ja gut, kann ich verstehen. Es war sicherlich cool, wenn man in einem Haus aufwächst. Und dieses Privileg hatte ich nie. Ja, für eine 60-Jährige schon. Aber trotzdem kann vielleicht ein Haus. I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Ich wollte gerade sagen, denn manchmal kann vielleicht doch ein Haus etwas gruselig sein, wenn man alleine dort ist. Komm, wir gehen einfach mal direkt zum Haupteingang. Okay, heute ist sie 17. Bis 11 hat sie hier gelebt. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. War ja klar. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Okay, nichts Spezielles sieht man da. Vielleicht durch die Garage oder durch den durch die Hintertür. Garage macht gar nichts. Durch den Garten vielleicht. Das hat gerade schon ein bisschen einen gruseligen Vibe. Leute, was für eine schöne Aussicht. Was ist denn das da vorne? Ist das eine Boje? Durch die Hundetür? Okay, why not? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Glaube ich. Es steht einfach noch ein Auto hier. The power had been turned off the night we left. Okay, ich werde wahrscheinlich viel verpassen. Schätze ich mal, weil ich wahrscheinlich viel anschaue, aber auch nicht alles, was man vielleicht anschauen könnte. Was dazu führt, dass ich vielleicht ein paar Dinge verpassen werde. Kann man die Plane wegmachen vom Auto? Nee. For the first time in years. 2010. Das war das erste Mal in Jahren. I felt like I was home. Bisschen eine Messi-Bude, wenn ich ehrlich bin. But instead of a family, there were just memories of one. Eddie, Edith, Dawn, Lewis. Okay, Lewis ist der tote Bruder. Eddie scheint wohl die Oma zu sein, Dawn die Mutter. Und Edith sind wir. In loving memory, Lewis Finch. Dezember 27. 1988 bis November 21, 2010. Beloved brother to Edith, son of Dawn, and great grandson to Eddie. Mhm. 2010 starb der Bruder. Und wahrscheinlich haben sie dann auch das Haus verlassen. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon, except our cat, Molly. Cannery. Apple pie. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Lecker. Imperial Place, Orcas Island. Ich frage mich ja immer, wenn Häuser und Wohnungen so zurückgelassen werden, was ist die Geschichte dahinter? Was ist passiert? Unglaublich viele Bücher sind hier. Die Uhr ist stehen geblieben. The table was still a wreck from the night we left. Ja, es sieht alles ein bisschen so aus, als ob es ziemlich überstürzt war. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ja, irgendwie schon. Wahrscheinlich ist der Ausschlagpunkt wirklich der Tod des Bruders. Wie gesagt, es sieht alles ziemlich überrumpelt aus. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Welcome home. Assisted living to enjoy life. Alter. Aber schönes Haus. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Ah, so sah wahrscheinlich das Haus mal früher aus. Cooler Effekt. Ja, vor allem sehr viele Bücher. Zu viele Bücher. Wenn man mich fragt. Orca Finch Living Room. So, wahrscheinlich wollten sie ausziehen. Aber sie haben uns dann überstürzt verlassen. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Hm. Irgendwie klar. Aber warum soll sie sich davon fernhalten? Barbara. Barbara Finch, scheiße. Bild rechts. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Aber wer ist Barbara? Eine andere Oma vielleicht? Könnte sein. November 2010. Eddie Dawn Milton Lewis Edith. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Hmm. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Was ist das denn für eine Tür? Also erstens, das Bücherregal ist cool, so über der Tür durch. Aber eine Tür mit einem Schloss, das verboltet ist und Schaumstoff? Und da sagst du nichts dazu? Doch. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Was? Okay, weirder Raum. Aber warum? Also, ich frag mal nicht. Wenn wir den Lift nehmen. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Was? Nachdem Milton verschwand, hat die Mutter alle... Räume, also Schlafzimmer verbarrikadiert. Deshalb diese Schlösser überall. Und bei manchen den Schaumstoff drum. Aber weird. Sven Hofstad Finch und Edie. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Das wahrscheinlich da vorne noch auf der Leinwand steht. Aber sie starb auch 2010. Interesting. And Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Aber was heißt das denn bitte? Also, dass in jedem Schlafzimmer mal jemand gelebt hat von den Finches. Und wenn die sterben, dann versiegeln sie einfach die Türen. Ja gut. Ich weiß nicht genau warum oder was der Zweck dahinter sein soll. Aber kann man machen. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Commander. Irgendwas. Echt cooler Raum. Calvin. Bis 1961. 77. Ah, wait mal kurz. 76 bis 77. Ein Jahr. 11 Jahre. Und Sam und Calvin, aber hier ist nur Kevin aufgeschrieben. Hm. Alles ein bisschen weird. My friend Bigfoot, Barbara Finch. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Wer ist Barbara? Barbara. 44 bis 60, also 16 Jahre. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Da hinten Bigfoot und Barbara. Auch ein schönes Zimmer. Ich frage mich, ob wir da in diese ganzen Zimmer noch hineinkommen. Aber ist jetzt schon komisch, dass die Kinder alle nur so kurz leben. Edie's father Odin built the original house. Nice work, will ich mal sagen. Und interessanterweise geht hier ein Kabel hoch in den Estrich. Gehen wir erst nachher kurz schauen. So, wahrscheinlich kann man da nicht hoch. Ich schätze mal, das ist wahrscheinlich unser Raum, weil der offen ist. Molly hat auch nur 10 Jahre gelebt. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Auch ein schönes Zimmer. So mit Steinwand. Finde ich alles suspekt, dass die Kinder bloß so kurz gelebt haben. Wie gesagt, ich schätze, das ist unser Raum.